Clara Gappmeier. Frau Berg, Ihr Sohn ist gerade von unserem Notarztteam in unsere Klinikum eingeliefert worden. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Sohn sehr schwer verletzt wurde. Ja, bewusstlos. Schwere Kopfverletzungen, Gehirnblutungen, bei einem Motorradunfall. Er ist derzeit an unserer Intensivstation. Er ist stabil. Wir geben unser Bestes für ihn. Wir bitten Sie, gleich selbst in unsere Klinik zu kommen. Wir erwarten Sie. Ach du meine Güte. Eben hast du uns noch gesagt, du willst besonders vorsichtig fahren. Dir würde nichts passieren mit deinem Motorrad. Wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen. Und dann sowas. Jetzt dann die Matura bald. Das Studium, selbst Arzt zu werden, das war dein größter Wunsch. Gut, dass Sie gleich selbst zu uns in die Klinik kommen konnten. Der Zustand Ihres Sohnes ist leider sehr kritisch zu beurteilen. Spezialisten haben bereits aufgrund seiner schweren Verletzungen Untersuchungen gemacht, die leider sehr schlecht ausgefallen sind. Er ist nicht ansprechbar wegen den schweren Kopfverletzungen. Sie wissen schon, beim Unfall sein schwer verletztes Gehirn. Wir wollen lieber gleich offen und direkt zu Ihnen sein. Neurologen haben leider feststellen müssen, dass keine Hirnströme mehr gemessen werden können. Spezialisten haben daher ihren Sohn als bereits hirntot erklären müssen. Das heißt, er ist in gewissermaßen praktisch gesehen als tot zu beurteilen. Doch auch wenn wir mit allen Mitteln und Kosten ihren Sohn weiter behandeln, er würde letztendlich nur ein schwerst behinderter Pflegefall sein. Bewusstlos, alle Extremitäten gelähmt, rund um die Uhr zu betreuen. Wir wissen, wie schwer sie als Mutter diese Kenntnis jetzt trifft. Doch der Tod ihres Sohnes muss jetzt nicht sinnlos und umsonst gewesen sein. Bei dem Unfall sind seine Organe nicht unversehrt geblieben, bis auf das Gehirn halt. Diese Organe könnten für schwerst erkrankte Patienten als Hilfe für ein Weiterleben sein. Der Tod ist somit nicht umsonst und Sie als Angehörige können sich sicher sein, dass Ihr Sohn in gewissermaßen in einem anderen Menschen weiterleben kann. Wir bitten Sie daher, bis in spätestens 1,5 Stunden, das heißt am späteren Abend, uns Bescheid zu sagen, ob Sie zustimmen, um die Organe für ein Geschenk für andere weiterzugeben. Mein Kind, mein Sohn, tot, hirntot und keine Aussicht auf Heilung. Bestens ein schwerster Pflegefall. Wie lange würden wir das überhaupt schaffen? Mit unseren Kräften, mit unserem knappen Geld. Allein sind wir jetzt in unserer Not. Die Organe sind unversehrt, hatte gesagt der Arzt. Ein Akt der Nächstenliebe. Ein Weiterleben für andere. Er ist sinnlos gestorben. Nein, es hat auch einen Zweck für andere. Was hat der Arzt dann noch gesagt, als ich ihn fragte,
ob ich wenigstens bei ihm bleiben kann, an seiner Seite stehen bis an sein Ende. Nein, es geht nicht. Aus verständlichen Gründen darf man in der Operationssaal nicht dabei sein. Doch sie würden ihm mit meiner Zustimmung unter Narkose und mit Schmerzmitteln die Organe entnehmen. Doch was habe ich da vor kurzem immer wieder mal gelesen in der Zeitung? Sogar Schwangere konnten ihre Kinder noch gebären. Wie tot ist nun jemand wirklich, wenn er von den Ärzten als hirntot erklärt wird? Verspürt er noch etwas? Warum braucht er denn noch Narkose und Schmerzmittel? Er verspürt doch noch Schmerzen. Mein Sohn, ich bin mir ganz gewiss, du lebst. Und ich werde für dich kämpfen. Ich werde bei dir bleiben. Ich werde dich jetzt nicht alleine lassen. Ich kann das nicht für mich verantworten. Ja, ich habe mich entschieden. Ich werde meinen Sohn jetzt nicht alleine lassen in seinem schweren Leiden. Ich werde meinen Sohn nicht der Gehirntransplantation, der Organtransplantation opfern. Ich werde meinen Sohn seine letzte verbleibende Lebenschance nicht nehmen. Komme, was da wolle. Wussten Sie, dass der sogenannte Hirntod eine rein rechtliche Definition ist, damit Ärzte straffrei Organe entnehmen konnten? Wussten Sie, dass es inzwischen viel zu viele dokumentierte Fälle gibt, wo von den Ärzten als hirntot erklärte Patienten bei Verweigerung der Zustimmung von Angehörigen wieder erwachten und ihrem Beruf nachgehen konnten, ihre eigene Familie gründeten? Wussten Sie, dass es in unserer Gesellschaft für die Transplantationsmedizin sowie in einer Autoreparaturwerkstatt eine große Nachfrage nach Körperorganen besteht und somit der Versuch groß wird, möglichst viele Organe derartig wie auch immer zu beschaffen? Wussten Sie, dass es in Österreich aufgrund der sogenannten Widerspruchsregelung nicht einmal der Nachfrage benötigt, um Organe zu entnehmen? Wussten Sie, dass mit dieser Feststellung des sogenannten Hirntods und der damit ermöglichten Organentnahme der dann tatsächlich endgültige Tod eines Menschen in Kauf genommen wird? Werden wir also zu einem wertvollen Rohstofflager der modernen Medizin? Darf also am Ende der Zweck die Mittel heiligen? Danke. So, Clara Gappmeier von Biggie Tamswick.